Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Hirnpimper. Mein Name ist Talha Mutluel und ich unterrichte die Fächer Mathematik und Sozialwissenschaften. Heute geht es um die Grundrechenarten in der Mathematik. Also lasst uns starten. In der Mathematik gibt es vier Grundrechenarten. Die Addition, Plusrechnen, die Subtraktion, Minusrechnen, die Multiplikation, Malnehmen und die Division, Teilen. Im Folgenden werden wir uns die Bausteine dieser Grundrechenarten anschauen. Los geht's! Eine Additionsaufgabe besteht aus Summanden und einer Summe. Das heißt, die Zahlen, die miteinander addiert, also plus gerechnet werden, bezeichnet man als Summanden. Egal wie viele Zahlen addiert werden, sie heißen alle gleich Summand. Sind mehrere Summanden hintereinander in einer Aufgabe angereiht, so bezeichnet man sie als ersten, zweiten, dritten oder vierten Summand. Das Ergebnis einer Additionsaufgabe steht immer hinter dem Gleichheitszeichen und wird als Summe bezeichnet. In unserem Beispiel lernen wir das besser kennen. 4 plus 7 gleich 11. Die 4 ist hierbei ein Summand. Die 7 ist auch ein Summand. Und die 11 ist die Summe. Also können wir festhalten, Summand plus Summand gleich Summe. Eine Subtraktionsaufgabe besteht aus einem Minuenden, einem oder mehreren Subtrahenten und einer Differenz. Das heißt, die Zahl, von der subtrahiert, also minus gerechnet wird, bezeichnet man als Minuend. Die Zahlen, die von dem Minuend abgezogen werden, heißen Subtrahent. Das Ergebnis einer Subtraktionsaufgabe steht auch hinter dem Gleichheitszeichen und wird als Differenz bezeichnet. In unserem Beispiel sehen wir die Aufgabe 11 minus 4 gleich 7. Die 11 ist ein Minuend. Die 4 ist ein Subtrahent und die 7 ist die Differenz. Also halten wir auch hier fest, Minuend minus Subtrahent gleich Differenz. Eine Multiplikationsaufgabe besteht aus mindestens zwei Faktoren und einem Produkt. Das heißt, die Zahlen, die miteinander multipliziert, also mal genommen werden, bezeichnet man als Faktoren. Egal wie viele Zahlen multipliziert werden, sie heißen alle gleich. Faktor. Das Ergebnis einer Multiplikationsaufgabe steht hinter dem Gleichheitszeichen und wird als Produkt bezeichnet. Auch hier sehen wir in unserem Beispiel die Aufgabe 4 mal 7 gleich 28. Die 4 ist ein Faktor, die 7 ist auch ein Faktor und die 28 ist hierbei das Produkt. Also halten wir fest, Faktor mal Faktor gleich Produkt. Eine Divisionsaufgabe besteht aus einem Divisor, einem oder mehreren Dividenden und einem Quotienten. Das heißt, die Zahl, die geteilt wird, bezeichnet man als Divisor. Die Zahl, die teilt, bezeichnet man als Dividend. Das Ergebnis einer Divisionsaufgabe steht auch hinter dem Gleichheitszeichen natürlich und wird als Quotient bezeichnet. In unserem Beispiel sehen wir die Aufgabe 28 geteilt durch 7 gleich 4. Bei dieser Aufgabe ist die 28 der Dividend, die 7 ist der Divisor und die 4 ist der Quotient. Also halten wir auch hier fest, Dividend geteilt durch Divisor gleich Quotient. Ich weiß, das waren jetzt sehr viele neue Begriffe auf einmal. Deshalb lasst uns kurz alle zusammenfassen. Bei der Additionsaufgabe heißt die Rechnung in Fachsprache Summand plus Summand gleich Summe. Bei der Subtraktionsaufgabe Minuend minus Subtrahent gleich Differenz. Bei der Multiplikationsaufgabe Faktor mal Faktor gleich Produkt. Bei der Divisionsaufgabe Dividend geteilt durch Divisor gleich Quotient.
Heute haben wir die Grundbegriffe der Mathematik kennengelernt. Viele Begriffe, die in der Mathematik benutzt werden. Daher ist es leider unumgänglich, sie zu lernen. Aber um das Gelernte nicht zu vergessen und besser einzuprägen, könnt ihr auf die Homepage hirnpimper.de gehen und die Übungen zum Video herunterladen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert doch unseren Kanal und lasst uns einen Like da. Entschuldigung. Ja, Schatz? Ich hab doch gesagt, ich bin im Unterricht. Ja, ich kann jetzt nicht. Ja, dann koch nicht. Ich bring einen Döner mit. Ja, okay. Ciao. Bis zum nächsten Mal.